Ja, liebe Freunde, vielen Dank fürs wieder dabei sein. Nächster Part und damit auch der letzte in der Saison. Wir sind ja schon glücklicherweise fix aufgestiegen und jetzt haben wir die letzten beiden Spiele. Das heißt, jetzt können wir uns zurücklehnen, wir können die Spiele noch genießen, können ein bisschen durchwechseln und auch die Jungen spielen lassen und ja, einfach mal genießen, dass wir bald mal in der ersten Liga sind und ja, so ein bisschen den Kader dann auch schon für die neue Saison im Hinterkopf haben. Schauen wir mal, wie wir das heute angehen. Wir treffen jetzt auf Como, die sind Fünfter, deswegen bin ich ja richtig froh, dass wir im Endeffekt, also dass es jetzt so früh schon um nichts mehr geht für uns, weil das habe ich ehrlich gesagt befürchtet, dass wir da irgendwie noch so richtige Endspiele haben. Also Como Fünfter und Benevento Achter, das sind zwei Gegner, die nicht unbedingt einfach sind. Dementsprechend schauen wir mal, wie das Ganze wird. Ja, wie spielt man heute? Ich würde sagen, wir werden ohne Leihspieler mal beginnen. Das heißt, dass Cimino links hinten ran darf, wir spielen mit Tepsic und Facu im Zentrum, dann rechts hinten mit Jimenez, Mittelfeld mit Askildsen, Benedetti, Paste, Jota, Topalovic, Petrola und Montevago passt mir eigentlich auch. Dann würde ich noch den Bava mitnehmen für Rafa Marin, von dem bin ich zwar großer Fan, aber im Endeffekt brauchen wir den jetzt eigentlich nicht mehr. Bava könnte man dann vielleicht nochmal einwechseln. Caldara brauchen wir nicht unbedingt. Gomez läuft auch der Vertrag aus, also das Kapitel ist dann eigentlich auch geschlossen und dementsprechend, ja, ich überlege gerade noch. Esposito würde ich eigentlich ganz gerne noch irgendwie bringen. Den könnten wir sonst rechts außen noch für Tech statt Jota spielen lassen, aber schauen wir vielleicht noch kurz, wie es hier aussieht. Petrola ist leicht müde und auch Montevago ist leicht müde. Dann lassen wir vorne Esposito spielen und links außen nach innen ziehen Sekulov. Dann haben wir das nämlich auch ein bisschen berücksichtigt. Benedetti ist leicht müde, Askildsen auch. Da würde ich sagen, dass wir Bertini spielen lassen statt Benedetti. So, und hinten Baku ist leicht müde. Werden wir den Betella spielen lassen. So, das heißt, wir wechseln jetzt wirklich ordentlich durch. Aber für uns eben auch keine schlechte Gelegenheit, um da ein paar Spielern auf die Füße zu schauen, die eben vielleicht jetzt nicht ganz so viel Spielzeit in dieser Saison bekommen haben. Das finde ich gerade am Ende jetzt irgendwie immer ganz nett. Ich habe auch kurz überlegt, ob man Nikisch vielleicht sogar sein Debüt geben. Aber ich würde es jetzt im Moment vielleicht einfach mal belassen dabei. Ich glaube, da setzt man dann doch eher aufs Gerben. Wäre Nikisch fix bei uns und nicht geliehen, dann würde ich den jetzt wahrscheinlich spielen lassen, die letzten beiden Partien. Gut, da also der Gegner Como. Mit Mustafa, dem österreichischen Stürmer. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Sonst kommt mir nicht wirklich was bekannt vor, ehrlich gesagt. Marlon Mustafa, da haben wir ihn, genau. Auf jeden Fall körperlich sehr starker Stürmer. Während Jimenez sich da rechts durchtankt. Heute ungewohnt in Rot. Und der Kopfball, der erste, geht drüber nach knapp 5 Minuten. So, Jimenez, Topalovic mit dem guten Antritt und Semper klärt zur Ecke. Da wäre Topalovic beinahe erfolgreich gewesen. 9. Minute. Cimino jetzt mit dem Eckball. Betella kommt nicht ran. Sekulov kriegt ihn wieder. Cimino, warum Sekulov da nicht abschließt, sondern auf den im Abseits stehenden Spieler passt, ist natürlich auch fragwürdig. So, Topalovic. Sekulov, Betella, Cimino, Bertini. Cimino mit der frühen Flanke. Da ist Esposito per Kopf an die Latte. Richtig gefährliche Situation. So, Odenthal. Mit der Spieleröffnung von hinten. 13. Minute. Was machen Sie jetzt? Versuchen Sie relativ geduldig. Und Sekulov nimmt den Ball ab. Cimino. Schauen wir, ob es da irgendwie schnell geht. Ich muss echt sagen, Viererkette macht so viel mehr Bock. Topalovic. Und der ist drin. 13. Minute, das 1 zu 0. Sehr, sehr gut.
Schalke, für diejenigen, die dort nicht dabei sind, habe ich auch auf die Viererkette gewechselt gegen Ende der Saison und tatsächlich auch damit noch die Kurve gekriegt. Also interessanterweise waren da beide Let's Plays wirklich sehr, sehr ähnlich. Aber ist halt so. Machen beide unfassbar Spaß. Also mir ist es zumindest, mir ist es egal, wenn die jetzt in diesem Jahr mal relativ ähnlich sind. So, 28. So, Topalovic auf Cimino, linke Seite. Boah, harmloser Abschluss eigentlich. Aber der Torwart geht hier auf Nummer sicher. Und Cimino mit der Ecke, die nicht wirklich gut ist. Sekulov wieder Cimino. Und der Torwart klärt wieder. Übrigens, wie im Schalke Let's Play, kann es auch heute sein, dass im Hintergrund mal wieder irgendwo eine Katze unterwegs ist. Der kleine Kater Loki, für diejenigen, die es bei Schalke gesehen haben. Der ist jetzt nämlich gerade wieder on fire und läuft da hinten wieder rum. Also mal schauen, vielleicht taucht er auf. So, Jimenez, Bertini. Jetzt habe ich noch WhatsApp an im Hintergrund. So, ich schließe schnell alles. So. Top vorbereitet heute. Aber es ist, ich sag's euch Leute, es ist so das Chaos bei mir zu Hause. Ich habe keine Couch mehr, die haben wir verkauft, weil der Umzug ja ansteht. Das heißt, wenn das Video online geht, sollte ich schon in der neuen Wohnung sein und Möbel aufbauen und alles Mögliche. Wir haben keine Couch mehr, es ist alles voll mit Schachteln. Wir fühlen uns überhaupt nicht mehr wohl, es ist wirklich Chaos pur. Und dementsprechend, ja, sind auch irgendwie meine Aufnahmesessions im Moment ein bisschen chaotischer. Aber ich bin froh, dass ich es jetzt geschafft habe, die Videos so gut vorzubereiten, dass für euch keine Unterbrechungen sind. Das heißt, eben während ich mich da abplage mit Kisten schleppen und Möbel aufbauen, ändert sich für euch nichts. Gut, wir sind zufrieden. Erste Halbzeit war richtig gut. Wir haben eigentlich nichts zugelassen. Wir waren offensiv stark. Und jetzt müssen wir schauen, Askilsen mit einer gelben Karte und müde. Das heißt, da werden wir mal auswechseln. Da werden wir, denke ich, den Rook als balleroberenden Spieler bringen. Das passt eh gut. Und Jota ist auch müde. Da bringen wir, ich würde sagen, Petrola und wir tauschen mit Sekulov. Dann haben wir jetzt also auch Petrola wieder mal in der Partie. Jimenez übrigens mit einer 7,4. Auch Betella mit einer 7,0. Also die Jungs, die da jetzt neu in die Startelf gerückt sind, die nutzen das ordentlich heute. Sekulov, was hat der? 6,9. Ich meine, wirklich schlecht spielt heute, glaube ich, niemand so richtig. Jimenez, schade. So, Topalovic mit dem Freistoß und, oh, das war sogar die Latte. Ich dachte, das war der Torhüter, aber nein. Tatsächlich waren wir da jetzt knapp dran. So, Topalovic, Estanis. Stanis lässt sich gut fallen. Da ist Loki wieder im Hintergrund. So, Jimenez. Estanis. Cimino. Er geht schlafen, sehr gut. So, Cimino mit dem Abschluss drüber. Semper mit dem ruhigen Spielaufbau von hinten wieder. Also sie versuchen es wirklich sehr geduldig. Ihnen fehlt dann aber irgendwie schon so der letzte Zug zum Tor. Also da vorne könnten sie es durchaus mal ein bisschen schneller spielen, um uns dann vielleicht auch irgendwie mal ins Wanken zu bringen und Lücken zu finden. Das tun sie halt nicht. So tun wir uns dann echt leicht, diese Dinger zu verteidigen und selbst machen wir es offensiv besser, wobei Topalovic hier scheitert. Der Abschluss nicht wirklich gut. Was macht man heute noch vom Wechseln her? Conte wäre noch ganz gut. Bava wäre noch ganz gut. Und dann noch irgendjemand. Ich würde sagen, ich bringe Lorenzo Conte jetzt gleich mal, nachdem der Rest hier heute eh nicht so wirklich gut spielt. Einfach mal als Zielspieler da vorne. Müssen wir halt schauen, dass wir ihn vielleicht mit Flanken füttern könnten oder so. Das wäre nicht so schlecht. Das Problem ist, ich kann den Greenscreen momentan nicht aufbauen, weil wenn der gerade seine verrückte Phase hat,
zerlegt er mir den Greenscreen da im Hintergrund, wahrscheinlich während ich hier aufnehme. Deswegen wird er da weiter herumeiern hinter mir. So, apropos herumeiern, Skerpen klärt in höchster Not zur Ecke. Dietrich Verdi. Werde ich mal schauen, wie gut wir die verteidigen können. Konnte hat sie gut geklärt. Das ist natürlich mit seiner Sprunghöhe, ist der natürlich auch defensiv richtig gut. Kopfballtechnik 16, also der kann sie auch platzieren. So, Topalovic ist richtig müde. Ich mache jetzt Folgendes. Ich suche Bava, da ist er. Und den werde ich dann einfach in die Innenverteidigung packen. Tepsic auf die 6 als tiefer Sechser davor und wir machen halt einfach richtig zu jetzt. Das heißt, ich stelle hier zwar ein bisschen offensiver ein, aber den Rest lassen wir. soll ich Riedewald noch bringen? Könnte man eigentlich auch fast noch. Wobei Jimenez ist jetzt richtig müde. Dann bringen wir De Paoli rechts hinten. Damit sich Jimenez jetzt nicht irgendwie verletzt oder so noch. Und dann haben wir jetzt Valerio Barba für die Schlussphase drin. Ist jetzt natürlich von seinen derzeitigen Fähigkeiten ja ordentlich weit weg von der ersten Mannschaft. Also riskant. Kann auch sein, dass wir jetzt irgendwie vielleicht das Ding noch aus der Hand geben dadurch. Alles möglich, aber da ist die Entwicklung der Spieler jetzt einfach mal wichtiger und die Einsatzzeit. Wenn schon um nichts mehr geht, zwei Spiele vor Schluss, dann müssen wir das halt nutzen. Super Block von Tepsic. Verdi mit der Ecke. So, Rog auf Sekulov. Die Flanke. Da ist Estanis per Kopf. Fehler vom Torhüter Semper. 19. Saisontor von Pedrola. Vielleicht so eine kleine Vorentscheidung. 81. Minute das 2-0. Sekulov hier setzt sich gut durch. Dann kommt die weite Flanke. Gut, nämlich über den Torhüter drüber. Der da nicht rankommt. Und das wichtige 2-0. Pisa 1-3 im Rückstand gegen Ferrara. Ich habe es beim Schalke-Let's Player schon gesagt, mir ist es ehrlich gesagt nicht sonderlich wichtig, ob wir da jetzt Meister werden oder Zweiter, Hauptsache der direkte Aufstieg. Also sehe ich das Ganze jetzt hier ehrlich gesagt auch locker, aber wenn wir es schaffen, Meister zu werden, nehme ich es natürlich auch gern mit. Weil vielleicht ist das später bei unserer Clubsuche irgendwann, wenn Angebote von Juve oder Inter oder Napoli oder sowas kommen, nicht schlecht, wenn es dann heißt, dass wir schon mal einen Titel gewonnen haben, könnte ich mir vorstellen, wer weiß. Ich würde es sowieso irgendwie cool finden, wenn wir uns versuchen in diesem Safe hier. Boah! Auf der Linie geklärt von Baba. Wenn wir versuchen uns in diesem Safe hier irgendwie nach oben zu arbeiten. Sei es mit Sampdoria selbst oder dass wir dann halt irgendwann den Schritt zu einem Top-Club in Italien wagen. Das würde ich auch cool finden. Ich möchte einfach einen realistischen Safe haben, der Spaß macht. Pedrola. 94. Da war auch mehr drin. Also konnte eine 6,7, der konnte nicht überzeugen. Baba 6,8. Solide, aber nicht aufregend. Aber das Wichtigste ist, dass sie Noten bekommen haben. Denn das bedeutet dann eben, dass ihnen die Spielzeit auch wirklich angerechnet wurde. Ja, und eben durch diese Niederlage von Pisa, die zwar gegen Ende noch einmal rangekommen sind, aber es hat nicht gereicht, sind wir jetzt Tabellenführer vor dem letzten Spieltag. Das heißt vor dem Heimspiel gegen Benevento, wo es dann eben hier um diese Meisterschaft geht. Und ja, wie gesagt, kein großes Thema, aber ja. Gibt wieder Interesse an Kjell Skerpen. Ich bin wahnsinnig gespannt. Unverkäuflich ist, glaube ich, niemand bei uns. Caldara schon gar nicht. 155.000, gerne. Cimino vor Auszeichnung. Talent der Saison. Ja, 20 Einsätze, 7 Assists. Aber man sieht jetzt, Potenzial hat er keins mehr. Also das wurde jetzt scheinbar neu bewertet. Aber ich glaube, er hatte vorhin noch ein bisschen was. Das ist ein bisschen schade. Ehrlich gesagt.
Weil damit wird er wohl über diese Rotationsspielerrolle bei uns nie hinauskommen. Würde sogar so weit gehen, dass ich ihm sage, ja, in der ersten Liga hat er als Backup nichts zu suchen. Den kannst dann halt als fünften Außenverteidiger im Kader lassen, damit er halt notgedrungen irgendwo einspringen kann, aber das war's dann halt, naja. So, Torhüter der Saison, Kandidatenliste. Größten Anwärter sind Mattia Del Favero von Ferrara und Simone Perilli von Hellas Verona. Gut. Durchschnittsnote, danach gehe ich eigentlich immer. Interessant, dass Kerpe nicht dabei ist. Ich stimme jetzt einfach für denjenigen. 12 zu 0 Spiele. Wobei Montipo, der Torwart von Hellas, hat 9 und nur 29 Gegentore kassiert, deswegen nehme ich jetzt, glaube ich, den. Ist zwar nur die 3, aber ja. Dafür wechselt jetzt Diego Ripani zu uns, das Talent von Juve, Spieler für die Breite. Um das Geld, finde ich, kann man es machen. Auch wenn der jetzt wahrscheinlich auch kein großer Star bei uns wird. Gut, Scouting abgeschlossen. Presta, Matheus Vietesca, Save Sestic, Eduardo Quaresma, der wechselt eh zu uns, den können wir jetzt schon von der Liste tun. Alex Senteles von Almeria. Defensiv nicht der stärkste, aber allgemein sehr gut, den könnten wir uns hinten links überlegen. Weil uns da ja Diarra wahrscheinlich abhanden kommt. Ich meine, wir können dann auch versuchen, für Diarra ein Angebot abzugeben, aber wer weiß, vielleicht gibt es noch was Besseres. Sobald wir aufgestiegen sind. So, 11. Woche, einige, 4 Spieler. Voll cool. Nächste Saison 300.000 Transferbudget, das ist auch bitter. Probeverträge laufen aus. Da haben wir eh schon die interessantesten aufgenommen. So. Und jetzt haben wir in 2 Tagen das letzte Spiel gegen Benevento. Was heißt denn Vento? Reise? Na, Viaggio ist die Reise. Zeit heißt Vento, oder? Vento, italienisch. Wind. Guter Wind heißt Benevento, quasi dann wahrscheinlich. Ja, müsste sein. Mannschaftssitzung halte ich keine ab, das ist wie gesagt. Da liege ich gern daneben, wobei ich es jetzt bei Schalke halbwegs hinbekommen habe mit diesen Mannschaftsansprachen. Normalerweise lag mir das nicht so. Da sind die Top-Talente und Giovanni De Luca, da haben wir noch einen brauchbaren geholt. Die werden wir dann noch beurteilen am Ende der Saison. Da werden wir dann nämlich noch schauen, oder am 1. Juli machen wir das eigentlich hauptsächlich. Da werden wir dann schauen, wie wir verschieben, wer dann wo und wie Sinn macht. Conte darf spielen für die zweite Mannschaft. Nikisch würde ich auch verfügbar machen. Und das war's. So, Lucas Boye wird uns vorgeschlagen. Oder Boche. Argentinischer Stürmer. Gut auf jeden Fall. Aber viel zu teuer. Dem können wir natürlich nichts anfangen. So. Dann würde ich sagen, Pedrola darf wieder in die Mannschaft rücken. Montevago für den eher schwachen Esposito. Und Benedetti für Bertini. Und Facu für Petella. So. So gehen wir es jetzt an. Die beiden jungen Außenverteidiger Jimenez und Cimino lassen wir drin. Und dann spielen wir jetzt das letzte Saisonspiel in der Serie B gegen Benevento. Endlich sind wir raus aus der Liga. Muss man fast so sagen. 2 Jahre waren wir jetzt in der Serie B. Was habe ich mich geplagt bei Venedig? Wahnsinn eigentlich. Auch nichts zum Laufen gekriegt irgendwie. Bin froh, dass wir jetzt wenigstens mal ein System haben, das funktioniert. Mannschaftszusammensetzung ist auch ganz gut. Führungsspieler würden uns ja noch gut tun, aber da hoffe ich, dass wir zum einen noch welche verpflichten können im Sommer für die Serie A und zum anderen, dass jetzt halt einfach die Jungs ranwachsen ein bisschen an diese Rollen. Aber wenn halt jemand Führungsqualitäten 12 oder so hat, dann wird er kein richtiger Leader werden, selbst wenn er sich verbessert. Also ich glaube, da ist dann nicht mehr so viel drin. Aber schauen wir, vielleicht gelingt uns dann auch der eine oder andere gute Transfer. So, Askildsen mit dem Abschluss, der geblockt wird. Bondo. Ist das der Warren Bondo?
Muss ich nachschauen. Tatsächlich. Den haben wir jetzt schon fix verpflichtet für den Sommer, oder? Das müsste der sein. Dann haben wir, können wir ein spezielles Auge auf ihn heute haben. Petrola per Kopf nach Vorlage von Jota. Hat schon coole Fähigkeiten. 21 Jahre jung, also auf den freue ich mich schon. So, wieder Jota rechts. Der war dann schlussendlich, glaube ich, auch ein ganz guter und wichtiger Transfer. Den werden wir auch in der ersten Liga Freude haben. Und im Idealfall also machen wir mit dem dann auch noch einen schönen Gewinn irgendwann. So, Faku. Tepsic. Schulter bleibt hängen. Nochmal die Chance. Runter mit dem starken Seitenwechsel, Cimino. Und drüber. Also über 70% Ballbesitz, viele Torchancen. So gesehen alles auf Kurs und wie kann man den nicht machen? Schockiert mich fast der Abschluss von Petrola in der Situation. Askilsen, super Pass rechts raus, Jota mit der Flanke in die Mitte und da ist Montevago, 22. Saisontor, ausgezeichnet. Der Junge trifft und trifft und trifft. Jetzt sind wir dicht vor dem Titelgewinn, stand da unten schön und das stimmt ja auch. Im Endeffekt fehlt uns jetzt wirklich nicht viel, das müssen wir nur über die Zeit bringen, dann haben wir wirklich die Serie B auch gewonnen. Pisa führt nämlich gegen Empoli, das heißt wir müssen jetzt liefern. Wie können wir zurückfallen? Ah, denke ich mir gerade. Okay, das war noch die alte Tabelle quasi. So, Askilsen gut gemacht. Montevago schön auf Jimenez. Und Petrola per Kopf. Nächster Versuch. Bei Petrola werde ich eventuell dann wechseln und Esposito bringen. Das wäre vielleicht eine ganz gute Idee. Bin zufrieden. Von der Müdigkeit her müssen wir momentan eigentlich nichts tun. Von der Leistung her ist Petrola jetzt der Schwächste, was wahrscheinlich vor allem an dieser einen Riesenchance gelegen hat, die er da verklopft hat. Aber da bin ich jetzt ehrlich gesagt auch optimistisch, dass der sich vielleicht noch fängt. Beziehungsweise wenn nicht, ist auch egal. Bringen wir dann einen Esposito in der 60. oder so. Jedes Mal Despacito als Ohrwurm, wenn ich Esposito lese. Das ist. Nach jeder Aufnahmesession geht es mir jetzt so, das ist echt schlimm. So, Benedetti, schlechter Pass. Bondo gut antizipiert, aber starkes Gegenpressing gegen Warren Bondo. Das ist er noch nicht gewohnt. Die Leute so aggressiv pressen, bei uns wird das dann gewohnt sein. Thalia mit der Ecke, 56. 57. Jetzt gibt es aus dem nicht, so wie es aussieht, den Elfmeter für Benevento. So ist es. Hatten die schon einen Torschuss? Sowas nervt mich immer. Irrsinnig. 1:1 aus dem absoluten Nichts. Die waren nicht vorhanden. 24. Saisontor von Lanini ist auch eine Marke. Verliert hier Skerpen und... Zwei Torschüsse hatten sie. Mit dem Elfmeter. So, jetzt warten wir die Chance noch ab. Estanis verliert ihn wieder. Deswegen werden wir den jetzt mal rausnehmen. So, Esposito rein. Topalovic eigentlich auch nicht wirklich gut heute. Da können wir den Sekulov bringen. Weil dann haben wir Sekulov jetzt gegen Ende der Saison auch noch schön gefördert, finde ich. Topalovic und der Stanis. Von beiden da jetzt keine gute Aktion in dem Moment. Wobei Topalovic fast noch mehr Schuld trägt, weil den darf er so nicht passen. Bondo. Boah, das wäre es jetzt gewesen. Aber abseits Warren Bondo.
Wander mit dem Freistoß. Esposito ist angeschlagen. Lanini. Also jetzt schwimmen wir gerade gewaltig. Unfassbar. Ich bringe jetzt den De Paoli rechts hinten für Jimenez, der nervös ist. Für den angeschlagenen Esposito bringen wir den... Kann eigentlich nur den Marco Rog am besten bringen und stelle den ins Zentrum und schiebe Sekulov raus. Talia mit der Ecke, Bondo per Kopf und dann das Foul von Bondo gegen Benedetti. Kommt da zu spät und das geht in Ordnung. Benedetti bleibt sogar liegen. Scheint aber jetzt nicht wirklich was abgekriegt zu haben oder nicht verletzt zu sein. So, Schlussphase. Diarra bekommt noch seinen Einsatz und dann haben wir noch einen Wechsel. Da bringen wir für Askelsen Berti. Oh. Ah ja, stimmt. Das Posito musste ich ja wieder rausnehmen. Den habe ich jetzt übersehen. Ja, zweite Hälfte ist ordentlich gekippt. Damit verlieren wir jetzt tatsächlich noch die Meisterschaft, so wie es aussieht. 87. Sehr ärgerlich. Vor allem ärgerlich, weil es nicht notwendig war jetzt. Sind wirklich deutlich besser in der Partie. Wir bekommen überhaupt keinen Zugriff und defensiv schwimmen wir. Der Bondo ist nicht der Abschlussstärkste. Der spielt auch sehr weit. Ja, wobei 11-11, gar nicht so schlecht. Schotter 90. mit der Ecke. Komm schon, die geht rein. Ich sag's ja. Moussa Diarra eingewechselt. Viertes Saisontor. Vielleicht... Gänsehaut schießt er uns jetzt gerade zum Meistertitel in der Serie B. Wie spannend wären das jetzt? Jota hier mit der Ecke. Und Diarra per Kopf. Jetzt müssen wir es hoffentlich noch gut über die Zeit bringen. Nächster Angriff von Benevento. Für die geht's. Weiß nicht, vielleicht geht es noch darum, dass sie ins Playoff einziehen können. Ich habe jetzt die Tabelle gar nicht so genau im Kopf. Also, Benedetti hier mit dem Foul. Also kann gut sein, dass sie da jetzt deswegen nochmal ordentlich alles reinwerfen, was geht. Kriegt Benedetti die gelbe? Nein, eine Ermahnung. Torwart kommt mit vor, Lucatelli. So, Benedetti, Jota. De Paoli hat rechts Platz. Die Flanke ist gut. Sekulov mit der Entscheidung 3:1. Wir sind Meister, 94. Minute. Wie schön ist das? Ich freue mich gerade richtig, obwohl, wie gesagt, der Meistertitel mir jetzt eigentlich nicht so wichtig ist. Aber ich finde es gerade einfach so schön, dass die Jungs sich echt bis zum Schluss jetzt reingehängt haben. Und jetzt haben wir es mit zwei eingewechselten Spielern entschieden. Sekulov und Diarra eingewechselt. Und damit tatsächlich am letzten Spieltag noch in letzter Sekunde Meister. Schön. Das war's. Das freut mich irrsinnig. Ausgestreckte Arme. Ich bin ein sehr zufriedener Trainer heute Abend. Bin ich wirklich. Ich bin auch ein sehr zufriedener YouTuber heute. So. Die Playoff-Plätze. Ja, da sehen wir es, hier haben es tatsächlich nicht geschafft. Esposito 4-7 Tage, also zum Glück nichts Schlimmes. Ivanizzi bejubelt den Zauberer Fußballwelt. Er ist jetzt Jugendabteilungsleiter bei Udinese. Vorstand begeistert. Wir bekommen 2,5 Millionen. Askelsen 41.000. Ja, das Geld brauchen wir eh dringend. Das ist ähnlich wie bei Schalke. Da brauchen wir die Teilnahme in der ersten Liga auch. Ganz, ganz dringend. Sehr, sehr schöne Geschichte. Dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Ich zeige euch hier nochmal die Abschlusstabelle. So ging das Ding hier schlussendlich aus. Und ja, bin sehr zufrieden. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten. Danke für euren Support über die ganze Saison. Also zum einen natürlich vielen, vielen Kommentaren. Vielen Dank auch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, so viele Videos zu schauen. Danke und Gruß natürlich auch an die Mitglieder, die den Kanal finanziell unterstützen.
auf Patreon oder direkt hier auf YouTube. Weiß ich sehr zu schätzen. War eine schöne Saison mit euch und im nächsten Part werden wir den Übergang der Saison starten. Das ist immer ein ganz lustiger Part, weil eigentlich passiert nichts und trotzdem passiert so viel. Immer ganz schräg. Aber ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.